Hallo und herzlich willkommen im Bike to Wolle. Wir sind jetzt auch schon beim Psalm 21. Gott findet jeden. Ein Psalm als Lied mit Hip-Hop-Beat von David. Gott, Gott, Gott. Der Prisi freut sich über deine Kraft. Und ihm geht einer ab, weil er alles durch deine Hilfe schafft. Die Wünsche aus seinem Herzen erfüllst du gerne. Die Bitte aus seinem Mund tust du nicht abschmettern. Du beschenkst ihn mit guten Dingen. Und seinem Kopf schmückst du mit goldenen Ringen. Da sind auch so Zöpfe dran. Hey! Punkt, Punkt, Punkt. Das nennt man Krone, Mann. Um Leben hat er dich gebeten. Und nach dem Beten hast du ihm Leben gleich für immer gegeben. Er strotze vor Schönheit und Respekt allein nur durch dich. Leidenschaft und Coolness klebt an ihm wie der Geruch am Fisch. Das ist hier positiv gedacht. Hast ihm zum Segen für immer und jeden gemacht. Und deine Nähe, glaubt mir, Leute, gibt ihm ungeteilte Freude. Der Präsident vertraut allein auf Gott. Deshalb bekommt der Präsident alleine von dort unverkündbar auf Lebenszeit. Seine Feinde wird er finden. Jetzt wisst ihr gleich Bescheid. Das Verstecken könnt ihr also ganz getrost lassen. Er findet echt alle. Also auch die, die ihn hassen. Wenn du dich den Feinden gibst zu erkennen, werden sie wie im Feuer verbrennen. Denn Gott ist voll sauer und wird sie versenken. Selbst ihre Kinder werden kaputt gehen und sterben. Du tust sie sozusagen von der Erde enterben. Ich meine halt vertreiben. Ja, nicht mal ihre Nachkommen dürfen dauerhaft bleiben. Hatten sie doch wirklich schon eine Terroristenorganisation gegen dich und deinen Thron. Ich meine damit deinen Chefsessel. Von wo du aus regierst, deine Macht entfesselt. Nur den Anschlag, den hatte es nie gegeben. Denn wenn du auf sie zielst, tun sie sich nicht mehr erheben, weil du triffst und nicht schielst. Sieht jeder zu, dass er die Flucht schon schafft. Sieht jeder zu, dass er die Flucht schon schafft. Gott, 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 erhebe dich, zeig deine Kraft und wir wollen für dich singen und dir Danke sagen, weil du das Unmögliche möglich machst, ohne vorher zu fragen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt auch schon Psalm 21. Und bis zum nächsten Mal, sagt die Dirk Wolle. Tschüss.